Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal hatten wir uns ja hier komplett rumgeärgert mit dem Öl. Hier hat es hinten und vorne nicht funktioniert, was natürlich ein Riesenproblem ist mit der Stromproduktion und auch mit dem Kunststoff, was wir ja zwingend brauchen. Und ich habe nicht gewusst, wo das Problem ist. Und dann seid ihr so ein bisschen mit ins Spiel gekommen. Vielen Dank dafür, teilweise auch mit Safe Game und alles Mögliche. Wir haben jetzt hier ein bisschen was geändert. Es ist gar nicht so viel, also tatsächlich bloß die Pumpen hier auf der Seite und auf der anderen Seite. Und dann habe ich das mal ein bisschen laufen lassen und mal mir alles angeschaut. Es war teilweise so, dass wenn der Zug kommt, bloß, ja, 250, 300 Liter Öl drin waren. Wir sind jetzt hier bei, der ist voll, hier sind wir bei 600 und der ist auch voll. Also das hier ist so das Problemlager, genauso wie die beiden Lager da drüben. Aber die füllen sich auch, 600 und 700. Ich habe jetzt nochmal gestoppt und zwar der Zug braucht ziemlich genau 5 Minuten, 5 Minuten und 4 Sekunden mit Entladen und Beladen, also ein kompletter Durchgang. Und wenn wir das hochrechnen, sind das knapp 750 Liter, die wir brauchen. Und wenn wir da jetzt drauf schauen, es wird besser. Wir kommen nicht ganz ran, vielleicht haben wir noch ein paar Sekunden. 750 Liter brauchen wir. Das schwankt manchmal, ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet, manchmal geht er auch ein bisschen über 800. Aber doch, 750 Liter, er schafft's. Genau, 5 Minuten und jede Anlage braucht auf der anderen Seite 150 Liter pro Minute. Dann geht sich das genau auf. Das passt. Wunderbar. Dann hätten wir das Problem gelöst. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hätte es wahrscheinlich nie geschafft. Ich werde komplett durchgedreht. Und wir sehen auch, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber die Stromproduktion hier geht ein bisschen hoch. Wir haben halt einen aktuellen Verbrauch. Das ist ja lächerlich. Ist übrigens, was ich gesagt habe, weil jetzt die ganzen Computer laufen, da hatte ich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ach du Scheiße. Das ist ja ein komplett neues Problem. Das ist ja komplett... Ach du Kacke. Ja, das ging jetzt extrem hoch. Wegen dem ganzen Computerzeug. Mist. Wir gehen mal zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt leider nichts vorbereitet. Das heißt, wir müssen es heute noch irgendwie ohne schaffen. Eigentlich wäre der Plan, dass wir dann Petrolkoks machen. Also nicht nochmal Öl. Das tue ich mir nicht mehr an. Außer wir brauchen irgendwann nochmal ganz zwingend Kunststoff. Oder aus welchem Grund auch immer gehen die 5000 Gummi, die wir haben, weg. Und wir brauchen da nochmal was. Aber wahrscheinlich eher dann nicht. Das heißt, wir müssen Strom mit Petrolkoks machen. Die Frage ist jetzt natürlich, was für eine Art von Heizer brauche ich da? Brauche ich da den Biomasseheizer? Wir gucken gleich mal, wenn wir vor Ort sind. Oder brauche ich da den Kohleheizer? Weil den haben wir tatsächlich noch gar nicht freigeschalten. Auch cool. Das wäre jetzt eine Vollkatastrophe, wenn wir jetzt hier einen Stromausfall bekommen. Aber ich habe jetzt leider nichts vorbereitet mit Blueprint. Müssen wir dann mal gucken. Vielleicht machen wir nebenbei einen. Aber eigentlich würde ich mir da ein bisschen Zeit lassen. Okay, da müssen wir definitiv Strom machen. Ah, Mist. Aber es geht jetzt hier wieder hoch, das ist sehr, sehr gut. Also wir haben noch ein bisschen Puffer. Wir müssen 1 Megawatt, also 1000 Megawatt vielleicht noch ein bisschen einrechnen für die Produktion. So, Moment mal. Chaos pur schon wieder. Strom. Wir haben... den Biomasseheizer. Ja, aber das ist halt nur ein Biomasseheizer. Ich glaube, dass das kein... Ich glaube, wir brauchen die Kohle. Ich glaube, wir brauchen die Kohle. Wir müssen mal ganz kurz zurückgehen. Meilenstein freischalten haben wir immer noch nicht gemacht, glaube ich. Nee. Halt, Moment, ich bin falsch. Ah, das ist alles ganz, ganz, ganz schlecht, Leute. Da hinten ist das Netzwerk, da fliegen wir schnell zum Hub. Gucken, schalten das schnell frei. Vielleicht machen wir jetzt mal ein Blueprint. Das Problem ist, es kostet alles Zeit. Gestern kam leider keine Folge, habe keine Zeit gehabt. Wir werden da definitiv das alles noch nachholen müssen.
Also, Moment, Kohleenergie. Da fehlt uns. Ein bisschen modularer Rahmen und Blei. Wir haben ja alles da, das ist ja kein Problem. Also, vielleicht machen wir heute einen Blueprint. Müssen wir mal schauen. Eine ohne Gebäude, einfach nur, damit wir es hinstellen können, damit das passt. Mist, es fehlt immer noch Blei. Das hole ich mir jetzt aus dem Netzwerk. Waren es jetzt bloß 12 Stück oder was? Ja, klar, weil das jetzt alles so reingelaufen ist. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müssten es mehr gewesen sein. Meine Nerven. Oder ich habe hier ein angebrochenes Deck mitgenommen. Das kann auch sein. Abfahrt. Dann haben wir das auch endlich mal. Also, wo ist es? Kohleheizer. Genau. Nützt ein Typ von soliden Dioxid-Based Fuel. Also ein Treibstoff, wo auf Dioxidbasis ist. Kohlenstoff, nicht Dioxid, Kohlenstoff. Und das ist ja das Petrolkoks. Genau, der Kohleheizer. Aber ich habe gelesen von euch auch, dass der ein bisschen anders funktioniert. Da brauchen wir ein anderes Verhältnis. Jetzt ist natürlich das Problem. Wir machen jetzt einfach mal ein Blueprint. Bei Spezial wahrscheinlich, den großen. Okay. Da werden wir jetzt einen Haufen brauchen. Ich würde den gerne hier irgendwo machen. Damit wir immer mal wieder zurücklaufen können und uns das Material einsammeln. Wenn wir irgendwas brauchen. Dass der alleine schon so viel braucht, ist eigentlich lächerlich. 2500 Stahlschrauben. Hier können wir auch nochmal einen Stack mitnehmen. Das geht immer. Und 400 Kabel, okay, das geht. Also wir müssen jetzt mal gucken, wo könnten wir das am blödsten machen? Ich mache jetzt mal hier das Lager weg. Wenn wir, was ist denn hier passiert? Achso. Wir schmeißen das jetzt weg, wir werden es nicht mehr. Doch, wir werden es, wir brauchen es noch, klar. Ah, Mist. Ich brauche hier Platz. Du kommst mal daher. Zum Freischalten. Logisch. Echt jetzt wegen einem Stack. Hoffentlich bekommen wir das jetzt hier drauf. Also, ich brauche jetzt hier meinen Strommasten. Ach, geht nicht. Mist. Bekomme ich das da oben irgendwo? Irgendwo muss ich es drauf bekommen, wo ich es hinbauen kann. Wo es auch Sinn macht, wo ich die Hälfte verschwunden ist. Hier vielleicht so. Wo ist eigentlich mein Sprengzeug? Hier. Wenn ich den Baum wegsprenge. Dann tut mir es leid, aber da müssen wir jetzt durch. Weil, wenn wir einmal einen Stromausfall haben, ich meine, wir haben Batterien, wir könnten das dann im Zweifel nochmal für 10 Minuten so zum Laufen bekommen, aber halt 10 Minuten. Das ist ein bisschen arg wenig. Vielleicht haben wir auch da hinten dann die Möglichkeit, was hinzusetzen.
Nicht genug Feuerbomben. Da war es doch hier. Ja, so stellen wir das jetzt dann auf. Moment, vielleicht nochmal abreißen. Wir drehen ihn. So rum. Genau, dann habe ich jetzt nämlich hier mein Pult. Das muss jetzt nicht unbedingt das mega ausgefallene, der mega ausgefallene Blueprint werden, aber wir müssen jetzt gucken, bekomme ich das hin, ohne das immer zu testen? Also Strom, wir brauchen definitiv erstmal die Boiler-Plattform. Wir machen das jetzt mal mit... Ja, das ist jetzt die Frage. Autosave. Ich glaube, wir brauchen nämlich von denen immer zwei Anlagen, um die Turbine laufen zu bekommen. Weiß ich aber jetzt nicht. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt raus an den Zahlen. So, wir setzen jetzt erstmal Nummer 1 her. Das heißt, der Kohleheizer, oben kommt der Boiler MK2 und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Also. Oder muss ich mir das hier anschauen? 500 Grad. Ah, shit. Wir können keinen Boiler MK2 machen. Das geht nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir da mit zwei normalen einen so betreiben können. Das weiß ich jetzt nicht. Wir machen das mal so. Also, weil wir bekommen bloß 500 Grad mit der Kohle hin. Steht hier. Und das und beim Boiler 2 brauchen wir mindestens 750. Ich stehe sogar dabei, dass er nicht wirklich läuft bei 500 Grad. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das einfach zwei brauche. Weil was macht denn der Boiler? MK1. Maximum 500 Grad. Turbine. Can handle more steam. Die Frage ist bloß, wie viel? Dann werden wir vielleicht doch zwei von diesen Plattformen brauchen. Das werde ich alles gleich noch mal ein paar Mal umbauen müssen wahrscheinlich. Ich sehe es kommen. Ich sehe halt nicht, welche Menge. Das ist das Problem. Ich will halt nicht, dass es voll läuft. Wisst ihr, was ich meine? Ach, shit. Das müsste man immer live testen. Und hier unten kommt dann hoffentlich die Kohle, das Petrolkoks rein. Wir machen das anders. Wir machen das ein bisschen anders. Wir müssen das anders machen. Die Nummer sicher gehen. Dann verliere ich vielleicht ein bisschen Strom, das kann sein. Dann kommt jetzt hier eine Konverterplattform mal her. Schon in die Richtung, oder? Das passt. Und der normale Generator. So, du gehst. Macht das Sinn? Macht das so Sinn? Genau, hier kommt die Temperatur. Und das Gas. Und das muss da rein. Und es wird dann umgewandelt. Und hier kommt dann das CO2 raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, gib mir jetzt hier mal noch einen Strommasten. Wir haben die Eus. Macht das überhaupt Sinn? Das geht. Was ist denn hier die Mitte? Das da. Das
Das hier kommt nochmal weg, das ist falsch. Wie ich das hasse, solche Blueprints zu machen aus dem Stegreif raus, wenn ich gar keine Ahnung habe. Kohleheizer, zack, zack. Das müsste ich haben. Jawohl. Im Zweifel machen wir es mit Biomasse. Kostet halt sehr viel Zeit. Dann Boiler MK1 ist jetzt einfach so, es geht jetzt nur noch darauf, um schnell möglich effektiv zu arbeiten. Also, lieber schnell als effektiv, sagen wir mal so. Dann haben wir jetzt hier die Boiler-Plattform, ne Quatsch, die Konverter-Plattform. Und der Generator. Ah, Moment mal, ist das ein MK1? Ja, passt. Und Generator. Das heißt, wir machen jetzt pro Blueprint, wenn das so laufen würde, 450 Megawatt Strom. Da brauchen wir einige. Da brauchen wir einige. Ach. Also. Dann kommt das jetzt hier rein. Hier oben kommt Wasser. Unten kommt der Brennstoff rein. Übrigens, egal wie man das hier macht, auch wenn man das Förderband jetzt bis da rauslegt, hier, und auf der anderen Seite auch, die Blueprints connecten nicht miteinander. Auch wenn das dann ausschaut, als wenn das zusammen wäre, ist es aber nicht. Gerade bei Pipelines muss man aufpassen. Also man muss die immer dann nochmal selber separat verbinden, die Blueprints, weil sonst wird das nichts. Gut, von hier kommt dann der Brennstoff. Bam. Und von oben das Wasser. Schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen, dass wir nicht so viel im Nachgang immer noch machen müssen. Macht aber, glaube ich, so keinen Sinn, sondern eher da. Wir gehen so hoch und dann da einmal rüber, ja. Halt, das ist jetzt krumm, oder? Nee. Nee, du gehst dahin. Passt. Doch, guck mal, das ist doch. Achso, weil das so schief ist. Mann, Mann, Mann. Wir machen es einfach direkt so. Bam. Und hier kommt die Kreuzung hin. Und dann fiel mir von da das Wasser dann ein. Das müssen wir logischerweise extra machen. Gut. Und dann haben wir das Problem. Also hier passiert nichts unten. Das ist schon mal gut. Hey, war das nicht so, dass da noch irgendwo was rauskam? Also ja, hier. Das ist schon klar. Und er macht. Eigentlich macht er Dampf. Ach ne, hier unten kommt es raus. Das CO2 zum. Ja, genau. Die Biomasse wird verbrannt, der Brennstoff. Dann kommt hier unten ein CO2 raus. Das werden wir jetzt auch noch einmal. Was cool wäre, wenn der Blueprint-Kasten unter Strom stehen würde. Oder wenn man den anschließt. Kann man den anschließen vielleicht auf Strom? Ne. Dass ich da ordentlich fliegen kann. Das wäre eine coole Idee. So, jetzt musst du noch angeschlossen werden. Genau. Dann machen wir jetzt. Hier ist irgendwo eine Höhle unter mir, deswegen sind hier die ganze Zeit die Fledermäuse. Wir brauchen wahrscheinlich eine zweite Etage, dann bekomme ich das da irgendwie so noch reingequetscht. Ich weiß halt nicht, was da rauskommt, also. Das wird mir halt nicht angezeigt. Wie viel das ist. Oder wird mir das hier angezeigt? Auch nicht. Wahrscheinlich. Strom? Nee.
Nicht so schlimm. Ich hoffe, dass einer reicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also wir bekommen den hier auf jeden Fall schon mal da rein. Halt, wir machen es auf Nummer sicher. Was soll's? Mach mal zwei CO2-Kühltürme. Nee, geht ja nicht. Geht ja nicht, weil hier der Ausgang ist. Oder vielleicht geht das doch. Könnte funktionieren, dass wir hier mit der Pipeline noch vorbeikommen. Irgendwie, ja. So, dann haben wir die zwei auf jeden Fall schon mal. Dann passt das. Warum geht es jetzt hier nicht rein? Die sind genau gleich. Oder anscheinend halt auch nicht. Ist es mittig? Ah, shit. Der hier ist nicht ganz mittig. Nochmal alles weg. Ich kacke. Ja. Bekommen wir alles hin. Und dann gucken wir auch mal, ob wir den irgendwie separat speichern müssen, den Blueprint. Weil eigentlich würde ich die gerne teilen, aber das ging nicht, weil mein Ordner leer ist. Halt, das haben wir auch hier anders gemacht. Also den Blueprint, den braucht man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, das wird jetzt kein schöner werden. Und theoretisch müsste jetzt der hier, hin. Ganz genau. Und der hier ein Stück versetzt nach oben. So rum. Also zwei CO2-Türme reichen auf jeden Fall. Warum rastest du jetzt nicht ein? Wenn er nicht einrastet, muss ich ausrasten. Das hilft alles nichts. Gut. Dann gehst du wieder dahin. Wahrscheinlich komme ich jetzt gleich auf den Knopf Blueprint löschen. So, was haben wir das? Wir machen... Wir brauchen doch einen Stromanschluss. Ach, der ist hier. Man kann die aber in Reihe schalten. Muss ich am Ende machen, wie es mit dem Platz ausschaut. Wir bekommen nämlich jetzt hier... Ist das ekelhaft. Und ich kann halt hier auch nicht... Also ich kann hier nichts reinsetzen. Von außen. Das heißt, ich könnte hier nicht mal einen Strommasten hinsetzen. Jetzt guck mal, jetzt geht's wieder hoch. Und übrigens waren wir jetzt hier gerade bei 95.000. Das heißt, wir hätten schon mit dem Strom vom letzten Mal eigentlich schon wieder fast einen Stromausfall gehabt. Ich, Wahnsinn. So, also der CO2 ist weg und es muss hier der Steam noch weg. Also die Luft, die hier rauskommt. Die kalte Luft, glaube ich, ist das. Oder heiße Luft, keine Ahnung. Luft kommt raus, bam. So, einmal hier. Bis hierher, genau. Eins. Zwei. Aber das kann natürlich sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Mit der Kreuzung. Nee, nicht so schlimm. Also, wie schon gesagt, das wird jetzt hier kein wunderschönes, hocheffizienter Blueprint. Da geht es jetzt ein bisschen eigentlich auch um die vorhandene Zeit, die wir noch haben. Also nicht von der Folge heute, sondern allgemein.
So, jetzt ist alles wieder angeschlossen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel von diesen Kühltürmen brauche ich? Wir gehen auf Nummer sicher, wenn wir es hinbekommen. Strom. Cooling-Plattform. Ja, wir machen zwei Stück. Eins hier ins Eck. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Ist vielleicht ein bisschen overpowered alles. Cooling-Plattform. Ah, es gehen mir Schrauben aus. Komme ich da überhaupt runter? Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verdreht oder so. Mit den Anschlüssen, aber es müsste eigentlich passen. Jetzt kann ich hier nämlich auch gucken. Halt, du kommst her. Und setze ich jetzt hier meinen Strommast auf der anderen Seite auch. Dass ich das auch immer schön erweitern kann. Theoretisch könnte ich die auch immer da anschließen, ja. Aber ich habe gerne halt meinen Strommasten irgendwo noch stehen. So, passt. Hoffe ich, oder? Habe ich irgendeinen Scheiß gebaut? Mit Sicherheit. Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Da muss auf jeden Fall dann das raus oder rein. Und hier geht es dann raus. Bäm. Und hier muss ein Wasser dann her. Was gut gewesen wäre, tatsächlich, wäre unten drunter eine Foundation gewesen. Oh nein. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Sollte ich eigentlich mal machen in Zukunft, meinen Boden drauflegen, weil den Boden muss ich jetzt natürlich mit der Hand erstmal noch vorlegen. Dumm. Neuer Bauplan. Wir nennen den jetzt einfach Petrol Koks. Bauplan speichern. Aber ich. Ah! Da! Verzeichnis setzen. Nee. Bearbeiten? Weiß jetzt nicht, ob der bei mir im Ordner ist. Bauplan speichern. So, bestätigen. Bäm. So, jetzt muss ich den ganzen leeren. Ich habe nicht mal eine Kiste bekommen. So, wir schauen jetzt mal, dass wir Bauplan 1, 2, dass wir alles mal mitnehmen für zwei Blueprints erstmal. Ein Haufen Beton natürlich. So viel Platz habe ich halt auch nicht mehr. Die sind halt, also das ist halt wesentlich. Ich schmeiß die lila Schnecken weg, was soll's. Genauso wie, nee, das behalte ich. Also die sind viel materialschonender als die MK2-Turbinen, das ist klar. Dafür bekomme ich aber halt insgesamt jetzt, wenn das läuft, bloß 450 Megawatt raus. Das ist nicht viel. Aber besser als gar nichts. Aber wir haben den Rohstoff schon. So, Draht. Ja. Dann ein bisschen Kupferstangen. Auf jeden Fall nochmal Schrauben. Obwohl ich mir die vor Ort holen könnte. Und nochmal alles an Blechen. Dann schmeißen wir mal die Diamanten noch weg und holen uns lieber noch ein paar Bleche. Passt. Ach, was soll das kommen? Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das machen. Theoretisch können wir es hinten bei einem anderen Blueprints machen. Das geht. Ja. Kostet natürlich jetzt auch viel, viel weniger, weil wir das ganze Gebäude nicht haben. Ich habe hier neun Teleporter. Wo ist denn der? Um Gottes Willen, weg.
Nicht, dass er mir gleich irgendwas angreift. Kobalt, da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe da unten auch einen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Egal, wir müssen jetzt einfach bloß mal gucken, ob das funktioniert. Und wie viel wir da rausbekommen würden. Problem ist, habe ich Petrol Koks überhaupt im System? Das ist kalte Schlacke, noch nicht, gell? Das ist Kohle, die könnten wir theoretisch auch verballern. Wir müssen das erstmal, das Problem ist, das Petrol Koks, was wir aktuell produzieren en masse, wird alles eingelagert und vernichtet. Es wird noch gar nicht ins Netzwerk gegeben. Da tun wir jetzt mal einen Teil ins Netzwerk, dann sehen wir auch, wie ergiebig das ist. Ich bin gespannt, wann wir endlich mit dem Kobalt weitermachen können. Wir fangen einfach mit der untersten Etage an. Erstmal 1, 2. So, lass mich mal durch kurz. Netzwerk. Receiver logischerweise. 1. 2. Und da werden jetzt immer. Also Brotanlage, 200 Petrolkoks, also wir haben so viel. Achso, die Etage hat gar kein Netzwerk. Stimmt. Aber da außen, okay, das geht. Nur die Etagen oben drüber haben Netzwerk. Gehen wir jetzt mal hier hin. Jetzt generiere ich halt wieder ein bisschen weniger Punkte. Das ist hier Petrol Koks, haben wir jetzt 610 erlauben. Beziehungsweise eigentlich nicht. Wir erlauben es nicht, weil im Endeffekt macht es eher dann kaputt. Und hier fließt es schon rein. Nicht erlauben. Genau. Gut. Jetzt müsste es vollgelaufen sein. Ja, passt. Ach ja. Ich traue mich gar nicht hinzuschauen. Wir checken das mit dem Öl nochmal. Ah, das war beim letzten Mal bei ungefähr ja, 30, 35%. 73. 100. 100. 100. 100. 84. 100. 100. 100. Es ist wesentlich besser als davor. Das dauert wahrscheinlich jetzt ein bisschen, bis das alles sich einpendelt, aber jetzt zum Beispiel der hier. Der hat noch Öl da. Das geht jetzt hoch. Wie viel hast du denn noch Speicher? Noch 200 Liter. Und wo ist der Zug? Da hinten. Ja. Bleibt spannend. Ja gut, 200 Liter sind 1,5 Minuten ungefähr, plus die 50 Liter, die er hat. Ja, 2 Minuten. Und wenn der jetzt auf der Rückfahrt gleich ist? Nee, noch nicht. Ja, vielleicht läuft da noch ein bisschen was nach. Gut, Blueprint. Einfach jetzt nur mal 2 Stück zum Testen. Erstmal einen zum Testen. Und dann gucken wir mal. Ja, ich hab's doch gewusst, ich habe hier ein Netzwerk, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Hier haben wir halt das Problem auch wieder mit dem Wasser, dass wir hier keine Wasserextraktoren hinbauen können. Ja gut, alles nicht so schlimm. Zu. Okay. Schaut natürlich jetzt wesentlich beschissener aus, ohne Gebäude außenrum. Gott sei Dank habe ich nochmal zwei Stacks Bleche mitgenommen, weil da brauche ich nämlich auch 500 Stück. Für die beiden. Also gut, Bauplan. Petrolkoks. Dann drehen wir den richtig rum und zwar genau so. Ah, ich habe das Förderband falsch rumgelegt. Ich bin so blöd. Ich müsste eigentlich nach. Ja. Das Förderband ist falsch rum. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt nach rechts erweitern würde, geht's. Wenn ich nach links erweitere, ist das Förderband in der falschen Fließrichtung. Mache ich dann gleich nochmal weg. Das Förderband. Aber wir machen dann die Hauptzähler, also die meisten Blueprints werden wahrscheinlich eh weiter hinten gemacht werden. Muss ich mal gucken, ob es da mit der Kartengrenze noch geht. Oder wir machen es einfach dann rechts hin weiter. Aber nach links erweitern ist natürlich jetzt mit dem Förderband schlecht. Aber bekomme ich das jetzt irgendwie ausgerichtet? Ja, so. Und dann bist du in der Mitte von der Foundation. Dann machen wir das jetzt einmal so. Bäm. Genau. Und jetzt müsste eigentlich, weil wenn hier das Netzwerk herkommt, das Förderband genau andersrum fließen. Wir warten mal, bis es fertig gebaut ist. Aber in die Richtung kommen eh plus 3, 4 Blueprints. Dann machen wir da hinten weiter oder einfach da hinten. Müssen wir mal gucken, wie es dann ausschaut. Das heißt, ich mache jetzt das leider mal nochmal manuell weg. Also, dann kommt jetzt nämlich der Splitter von der Seite. Passt das? Das wird auch immer gleich sein, ja. Also, wir müssen dann auch mal rausfinden, wie viel Wasser wir gleich brauchen. Das weiß ich halt von Anfang an nicht, oder? Nö. Wir könnten. Ah, ich bekomme hier noch welche hingespiegelt, oder? Nee. Guck mal, das orientiert sich da oben. Der will gar nicht hierher. Weil hier die Kante ist. Ist das doof. Diese Kante. Also ich denke mal, dass einer nicht reichen wird. Na komm. Aber wir testen es jetzt trotzdem erstmal mit einem. Wir können das ja dann in der Zukunft so machen, dass wir das dann übers Netzwerk reinfördern. Da muss ich nicht immer so einen langen Schlenker mit der Pipeline bauen. Aber jetzt ist es halt erstmal so. Und ich kann halt auch nicht weiter vorgehen. Das geht auch nicht. Ja, alles Probleme.
Ja, es geht wieder hoch. So, jetzt brauchen wir hier dann erstmal die Verbindung zum Sch Netzwerk. Und dann kommt jetzt das Wasser. Also nicht zu, also zum Stromnetzwerk haben wir hier hinten die Verbindung. Und jetzt brauchen wir erstmal ein ganz normales Netzwerk. Und da haben wir da hinten eins. Und hier jagen wir jetzt das Petrolkoks durch. Wir haben eh plus 480. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber das ist okay, dass wir dann halt immer mal wieder 9 setzen. 25 pro Blueprint. Das sind 75. Das heißt, 480 geteilt durch 75. Wir könnten 6 Stück mit einem Netzwerk machen. Das ist okay. So, das heißt, hier gehen wir jetzt hoch. Was brauchen wir denn an Wasser? Warum kommt denn da eigentlich noch nichts? CO2 brauchen. Ich glaube, wir sollten erstmal warten, bis die Anlage zu 100% läuft. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz kurz noch eine Minute Cut. Und bevor wir jetzt da ewig warten und gucken, bis es anläuft, und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann schauen wir mal, wie schaut es denn jetzt hier aus? Habe ich jetzt mal. Hier geht es langsam auf 500 Grad hoch. Wir brauchen 22 Kubik Wasser. Ich glaube, es sind 22,5. Das ist eine falsche Zahl. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier mal. Das wären dann 60, 66, 67,5. 67,5. Wir machen jetzt hier einfach 90. Dann passt das. Wenn die Zahl stimmt. Genau, hier sind wir bei insgesamt 75, hier bei lächerlichen 15. Also da hätten wir viel weniger gebraucht, aber ich habe halt die Zahlen am Anfang nicht gehabt, deswegen habe ich das jetzt mehr oder weniger so gemacht, dass es auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Ist jetzt quasi ein bisschen overpowered. Gut, wir gucken nochmal beim Wasser. Das passt auch. Der Strom wird produziert. Ganz genau. Steam geht raus, insgesamt 90 Kubik. Hätte hier auch einer gereicht von den beiden Kühltürmen. Nicht so schlimm, kostet ja nicht allzu viel. Und Strom brauchen sie auch nicht, also von daher ist es nicht so schlimm. Was natürlich logisch ist, ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält. Ich hätte wahrscheinlich sogar sagen können, okay, wir bauen zweimal das hier und fusionieren das auf eine MK2-Turbine. Hätte sein können, dass das auch funktioniert, dann würden wir mehr Strom haben. Das kann sein. Weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so. Und da warte ich dann so ein bisschen auch auf euch. Also, wenn das funktionieren würde, wenn zwei von diesen MK1-Anlagen, was wir hier haben, Boiler, mit einem MK2-Generator funktionieren würden. Dass es auch wirklich passt. Ich meine, hier ist es ja. Nee, es ist nicht egal. Es darf sich nicht aufstauen. Nach hinten hinweg, weil sonst bekommen wir ein Problem mit der Hitze. Nee, beziehungsweise, nee, das ist ein Schmarrn. Ich glaube. Doch. Der heiße Steam darf sich auf jeden Fall nicht aufstauen. Weil sonst fängt der nämlich an, glaube ich, dass oben die Hitze runtergeht. Bin ich mir aber nicht sicher. Also wenn das funktioniert. Wir können hier kein MK2 drauf machen, weil der Brennstoff zu schlecht ist. Aber wenn das funktioniert, dass wir zwei nehmen und einen MK2-Generator und eine MK2-Turbine nehmen,
Dann werde ich nochmal einen neuen Blueprint anfangen. Einen kleinen, einfach. Wir lassen das da vorne so und dann wird das halt einfach ein bisschen umgebaut. Das bekomme ich dann schon hin. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Strom. Weil so hätten wir jetzt 450. Und drei Anlagen. Und wenn ich das jetzt zusammen fusionieren könnte, hätte ich auch 450, aber halt plus zwei Anlagen. Also so verliere ich jetzt quasi, wenn wir das so machen, 25 Petrol-Koks pro Blueprint. Ich meine, bei der Anzahl an Petrol-Koks, was wir haben, keine Ahnung, 5000 oder so, ist es auch wurscht. Aber es wäre gut, wenn wir da ein bisschen effizienter arbeiten könnten. Ihr versteht, was ich meine. Das bedeutet, egal wie das jetzt weitergeht, ob wir das so weiter die Blueprints machen oder mit MK2 umgewandelt, werden wir beim nächsten Mal definitiv auf jeden Fall mal anfangen mit dem Kobalt. Weil wir haben jetzt Puffer, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, auf die Schnelle Strom zu produzieren, in der Form. Das heißt, wenn es eng wird, zack, bam, boom, schnell welche hingestellt, das geht. Wir haben auch Batterien, die für 20 Minuten halten sollten. Da könnte man auch nochmal 10, 15 Blueprints in der Zeit hinklatschen. Weil die kosten ja nicht viel Material. Und dann geht es nächstes Mal echt weiter mit dem Kobalt endlich. Was ich ja schon vor 3 oder 4 Folgen machen wollte, aber ich komme ja zu nichts. Genau, und das müssen wir dann, glaube ich, reinigen. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wir haben Kobalt in der crushed Form. Wir brauchen es aber als Platten. Gut, die Platten werden gemacht aus dem Barren. Die Barren werden gemacht im Verfestiger und Kühler als geschmolzenes Kobalt und Wasser. Das heißt, wir brauchen das hier. Und da haben wir das Problem. Wir brauchen nämlich das, ich glaube, das heißt gereinigt oder so. Das gereinigte Kobalt oder das gewaschene Kobalt plus Oxygen plus Methan. Shit. Wann kommt das hier raus? Und dazu brauchen wir erstmal das hier und da bekommen wir einfach nur aus Crush Kobalt Wasser bekommen wir das und dann bekommen wir hier übrigens dreckiges Wasser. Das ist auch wieder was anderes, da müssen wir gucken, wie wir das wieder wegbekommen. Wird alles sehr, sehr spannend. Also ich glaube, Kobalt könnte jetzt noch einmal das aufwendigste werden. Natürlich mit jedes Mal den Strom so ein bisschen im Auge behalten, klar. Aber ansonsten sollte es dann eigentlich gehen. Die Zeit drängt. Ich werde dann wahrscheinlich anfangen ab Sonntag in regelmäßigen Abständen alle, ja, ich sag mal 3, 4 Tage die Folgen länger zu ziehen, vielleicht auch mal 2 Stunden, 2,5 Stunden, dass wir da einfach ein bisschen mehr vorwärts kommen. Genau. Dann haben wir heute wieder nichts geschafft, ein Blueprint gemacht, ein bisschen Strom, sehr schön. Aber so ist das. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.